Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Ja, das hört sich jetzt ziemlich nach einer Lawine an, kann das sein? Oder es hat auf jeden Fall vibriert wie bei einer Lawine. Puh. Jesus. Ja, und anscheinend geht es hier unten weiter. Das habe ich beim letzten Mal überhaupt nicht gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht wieso. Weil das Mal hat es eigentlich sofort gesehen. Aber, ja. Und jetzt weiß ich auch, wie man so krasse Distanzen überwinden kann. Man kann im Sprung den Greifhaken benutzen, wodurch es natürlich sehr einfach wird, riesige Distanzen zurückzulegen. Oh mein... Ich bin sprachlos. Kann es eigentlich auch mal 5 Minuten in dem Spiel weitergehen, ohne dass wieder ein übertrieben starker Gegner vor mir steht? What the hell? Ich bin sprachlos. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich dachte, in dem Spiel geht es nur um einfache Schwertkämpfe gegen irgendwelche Larry-NPCs. Kann ich mich vor der irgendwo verstecken? Ich glaube, stehen... Von so sieht's aus, als würde ich mich überhaupt nicht verstecken. Von so wahrscheinlich, ja. Geh die nicht mehr zurück, doch. Ja? Verzieh dich bitte. Ich muss hier weiter. Okay, ich glaube, die geht nicht mehr weg. Hä, geht echt nicht, oder was? Ah, da unten ist eine Höhle anscheinend. Holy moly. Nein, ich Idiot. Oh mein Gott. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Also wenn sie darüber guckt, kann man den Greifhaken machen. Leute, der Charakter steht einfach in der Luft. Komm, guck nach links. Das ist rechts. Links, links. Genau. Wow. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie hat mich gesehen. So eine Riesenschlange, Alter. Was interessiert hier ein kleiner Mensch, Alter? Davon wird die doch nicht mal eine Sekunde satt. Oh. Nicht, dass die uns jetzt platt drückt. Oh mein Gott, Alter. Jesus Christ. Ich bin nur ein Eiszapfen. Wo ist denn das nächste hohe Gras? Schwer zu sagen. Muss ich da hoch? Da leuchtet irgendwas. Ein Item, glaube ich. Bewegt die sich gar nicht mehr? Die war doch vorhin da unten dann noch. Jetzt.
Nein. Hä? Die bewegt sich ja gar nicht mehr. Die bleibt die ganze Zeit an einer Stelle sitzen. Warum? Das ist nicht gut. Ich weiß nämlich leider nicht, wo es hingeht. Das ist natürlich immer sehr ärgerlich in so einer Situation. Jo. Ja, also wenn die mich jetzt gerade nicht sieht, dann... Warum steht denn da dann auch Sänfte verlassen, wenn du es nicht machen sollst, Mann? Ich check's nicht, Alter. Also... keine Ahnung, Mann. Du weißt halt nicht, was das Spiel von dir will, gefühlt. Fuck. Fuck. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war echt unnötig jetzt. Nur weil ich den Hook nicht getroffen habe beim ersten Mal. Jetzt ist die Stange plötzlich einfach weg, oder wie? Naja gut, okay. Wir können direkt nochmal rasten. Das ist ja auch das Mindeste. Das ist ja wirklich auch das Mindeste. So. Geht es tatsächlich mal wieder gegen menschliche Gegner, oder wie? Das sind wieder solche Geistergestalten. Oh nein. Wenn ich den Riesen da hinten sehe, könnte ich schon wieder kotzen. Oh. Lol. Ist der da alleine? Oh, der traut um sein Pferd. Tja, das tut mir jetzt ja fast leid. Scheiße, da läuft einer rum. Oh, nevermind, der hat umgedreht. Es müsste halt in dem Spiel eine Funktion geben, dass man Leichen auch irgendwie wegschleppen kann. Meiner Meinung nach. Aber gut. Gucken wir mal, ob wir die anderen Dudes da überhaupt besiegen müssen. Vielleicht geht es ja auch so mal wieder weiter. Ich dachte, der Sinn von dem Spiel wäre auch eigentlich, dass man sich aussuchen kann, ob man mehr kämpft oder mehr. Ja, war ja klar. Mehr rumschleicht. Weil der Typ ist ja kein Samurai, er ist ja ein Shinobi. Also er muss ja jetzt nicht gegen jeden Gegner kämpfen, den er sieht. Okay, das sieht mir ganz schön nach einem Schlachtfeld aus. Standen hier nicht vorher 5 Wachen oder so? Ah. Oh Mann, ey. Wenn ich das säge. Warum kann
der da nicht hochspringen? Was war denn das gerade für ein Bug? Shit, jetzt haben sie es gemerkt. Ja. Oh mein Gott. Bis auf den Dicken, der hat das noch gar nicht gecheckt irgendwie. Bei den anderen auch nicht. Fuck. Na, der eine hat es auch nicht gecheckt. Ich wette, ich sehe es jetzt schon kommen, der hat drei Leben. Der da, der hat drei Leben. Ne, er hat nur eins. Ach, das war gar kein Mensch. Leute, das war anscheinend ein Geist. Ah ja. So. Oh, wow, da hatte man sich durchkriechen können. Okay. Interessant, interessant, interessant. Wo waren jetzt die Geister? Hier. Alright. Achso, ja genau. Die Tür da oben war verschlossen. Das heißt, wir müssen über diesen Hof dann wahrscheinlich durch. Hier. Oh. Ey, man kriegt echt keinen Fallschaden. Das ist vollkommen egal, aus welcher Entfernung man irgendwo runterfliegt. Das ist crazy. So. Irgendwie so große freie Felder, die sehen nie gut aus. In Spielen. Sehr verdächtig. Bisschen komisch, dass das Gebäude da drüben dann komplett nutzlos ist. Die riesige Burg. No way. Er hat ein Pferd, Mann, das ist doch unfair. No way, ich bin eingeschlossen. Die haben die Eingänge dicht gemacht. Wo ist der? Ein Zombie-Pferd. Alter Schwede. Oh. Okay, was hat mir das jetzt gebracht? Ausgeglichener Kampf auf jeden Fall. Ich hätte auch gern so ein Pferd und so eine Waffe, die 300 Meter Reichweite hat. Ich würde gerne auf so einen Turm drauf klettern. Und der kann so einen Turm kaputt machen, okay. Ja, das ist natürlich nicht so cool. Alter, wie übertrieben groß dem seine Waffe und die... Alter! Yeah. Vielleicht in deinem Feuer. Vielleicht habe ich da ein bisschen Deckung. Oh, was ich krieg? Brandschaden, lol. Na gut, okay, das,
Das war jetzt irgendwie auch nicht gut gespielt von mir. Aber man kann wieder nur einmal auferstehen. Echt? Gegen so einen starken Gegner? Oh mein... Mist, jetzt hab ich... Ja, ich bin tot. Oh, ich hab sogar noch immer überlebt. Ich merke schon, das Spiel besteht nur daraus, extrem starke Gegner zu besiegen. Ich meine, schon klar, dass da immer mal wieder ein Zwischenboss kommt und dann am Ende auch ein Endboss. Ja, schon klar. Aber es hätte ja trotzdem sein können, dass es nicht alle 5 Minuten der Fall ist, dass da ein neuer Gegner auftaucht. Oh, never mind, wenn man den nicht gleich ausschaltet. Oh. Achso, ich dachte, das ist ein Geist, den muss man einfach nur einmal hitten und dann verschwindet er. Ja gut, das ist natürlich ärgerlich jetzt. Weil der actually viel Leben hat. Ist es der Einzige, der noch lebt? Naja. Ach komm. Das ist auch unlogisch, ey. Wenn es wirklich ein Geist ist, wieso kannst du ihn dann mehrfach schlagen? Na gut. Oh nein, die hier oben leben ja auch wieder. Damn. Aber was heißt die hier oben? Das sind nur 2 und an denen kann ich einfach vorbeilaufen. Eigentlich, Moment mal, eigentlich kann ich an einen vorbeilaufen. Ich muss die gar nicht nochmal töten. Die haben ja gar keinen Nutzen. Also, es war ja nur wegen der Quest, dass man mit den Geistern, also dass man sich die Geisterunterhaltung anhört. Und sonst war es ja nichts. Ich kann halt dieses Item nicht aufheben, weil er mich zulabert. Der Typ ist so nervig, ne? Schaut euch das an! Das sind einfach fucking Barrikaden und sein Pferd rennt einfach durch. Oh mein Gott. Alter! Ignoriert einfach, dass da Flammen sind. Ein noch nerviger geht's halt gar nicht. Was soll das bringen? Ich kann ihn dann einmal schlagen? Das soll fair sein? Wenn ich mich zu ihm gezogen habe, kann ich ihn einmal hitten? Und das soll irgendwie ein fairer Kampf sein? Sie geben dir doch wirklich nichts, mit dem du kämpfen kannst, ne? Sie geben dir nichts, gar nichts geben sie dir. Das ist crazy. Aber gut, ja, wie gesagt... Hier kann man sich einfach, man muss nicht mal durchsneaken, man kann einfach durchrennen. Vollkommen irrelevant. Zack, und so, schon sind wir wieder da. Wirf es auf Feinde, um sie kurzzeitig abzulenken. In Aschen fällt viel. Warte mal.
Oder das kann ich auch. Ne? Ja, aber machen wir die Asche vielleicht. Na, nicht benutzen, ich will es ausrüsten. Zack und. Handvoll Asche. Okay, die Reichweite habe ich mir jetzt auch nicht wirklich groß ausgemalt. Och Mann, ich habe ihn nicht mal gesehen. Der Typ reitet auf einem riesigen Ross rum und ist unsichtbar quasi, ey. Das kann ja nicht wahr sein. Der reitet legit einfach durch die. Er reitet legit einfach durch die Flammen, durch alles durch. Er macht einfach alles kaputt, Mann. Was bringt mir das Bein zu stehen? Was bringt mir das, ey? Ich meine, klar, wie soll ich jemandem das Schaden machen, aber. Alter, wirklich. Also, das ist bisher der krankeste Gegner. Ich halte ja nicht mal eine Sekunde gegen den durch. Holy shit, Alter. Also, bei dem habe ich echt Zweifel, dass ich den jemals besiege. What the hell? Vor allem bei den anderen, da hast du immer diesen Hinweis gehabt, zumindest was du ungefähr besser machen musst, um zu gewinnen. Beim Ogre war es, dass du damit direkt am Anfang angreifen musst, weil du ihm dann schon mal viel Schaden machen kannst. Und beim anderen war es, du musst ihm halt ein Leben durch Schleichen abziehen und dann, gut, du musst es halt irgendwie schaffen, zumindest noch ein bisschen Schaden zu machen. Das war's. Da wusstest du bei beiden zumindest nach ein paar Versuchen. Ich meine, gut, okay, wir haben es erst dreimal versucht. Was man ungefähr machen muss. Aber hier? Ich weiß es halt ehrlich gesagt echt nicht. Ich habe ein Gefühl des Feuer. Aber er rennt ja einfach durch. Und auch die Speere hier. Ich dachte, man stellt sich halt dahinter. Und dann ist er vielleicht kurz paralysiert, wenn er da durchreitet. Oder sein Pferd ist dann halt kurz paralysiert vielleicht. Aber ist es ja nicht. Er macht einfach alles kaputt und reitet einfach weiter. Da. Zieht euch das rein. Man kann Doppel-F drücken. Das ist mir schon mal aufgefallen. Man kann Doppel-F drücken. Aber dann kann man ihn nicht angreifen, wenn man das erste Mal F gedrückt hat. Jo, wahrscheinlich. Alter! Er trifft dich einmal und du bist tot. Was ist das für ein Scheißdreck? Ich habe nicht mal genug Zeit wegzurollen, Alter. Ich habe F gedrückt, Bro. Wie wär's, wenn du das mal analysierst? Du Dreckspiel, meine Fresse, ey. Boah, das macht's so wütend, gell? Pack's nicht, Alter. Jetzt verstehe ich, warum es nicht funktioniert hat. Jetzt kann man nochmal. Vorhin konnte man zweimal F drücken, jetzt konnte man es nicht. Vielleicht muss ich ihn doch mal schlagen. Vielleicht kommt dann erst das doppelte F. Nein! Da war's wieder. Ich raste aus. Jetzt habe ich nicht F nochmal F gedrückt und dann kam die zweite. Also ich muss ja erstmal rausfinden, wie man ihn überhaupt besiegen kann. Schau! Habt ihr es gesehen? Ich konnte mich gerade mal einmal wegrollen. Bevor mein Charakter aufsteht, setzt er nach und schlägt dich nochmal tot. Bro. Das ist ja, dagegen war der Oger ja ein Kinkerlitzchen, ey. Das ist krank. Das ist echt krank, Alter. Ups. Lol. Was ist denn jetzt passiert? Vollkommen egal. Darf mich noch nicht hitten lassen von denen. Ups. Hätte cooler ausgesehen, wenn ich es in der Luft geschafft hätte. Ja, also das Einzige, was man gegen ihn machen kann, ist basically das mit dem Haken. F. Das ist das Einzige, was man machen kann, anscheinend. Was ich echt ein bisschen wenig finde. Den gesamten Kampf von dem Drücken einer einzigen Taste abhängig zu machen.
Oh mein Gott, Alter. Ich pack's nicht, ey. Ich kann's nicht machen. Lol. Was zum... Habt ihr die Reichweite gerade gesehen? Habt ihr die Reichweite gerade gesehen? Habt ihr die Reichweite gerade gesehen? Der Typ stand 100 Meter von mir entfernt. Hat mich einfach getroffen. Ich merk's gerade, ich muss hinter ihm stehen. Kann es sein? Dann kommt es automatisch. Ja, genau. Alter! Gefühlt ist das auch eine neue Attacke, die habe ich noch kein einziges Mal gesehen. Er kann mich einfach aus so einer großen Distanz töten. Und das, obwohl er eh schon schneller ist als ich und ich nie an ihn rankomme. Das ist auf jeden Fall ein leichter Gegner. Ach komm, als ob der jetzt ein Gewehr hat. So. Fuck. Nein. Oh mein Gott. Oh Mann. Ach Mann, Alter. Ich glaube, meine Theorie mit dem immer hinter ihm stehen ist hinfällig. Ich glaube, es hängt nur von seinen Attacken an, ab, wann man den Hook machen kann. Genau, weil er macht nämlich immer die Attacke dann. Ah. Ja, was man auch probieren könnte, wäre, man kann... Was man noch probieren könnte, wäre schleichen. Dass man sich vielleicht verstecken kann. Kurzzeitig. Aber das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Weil da ist ja nichts. Das gesamte Feld ist einfach nur leer. Sich so unter der Leiche legen. Nope, er weiß immer, wo du bist. Man hat halt aber auch nicht mal Hindernisse, ne? Er kann halt auch einfach den Turm kaputt machen, weißt du? Normalerweise würdest du ja davon ausgehen, dass du halt ein Hindernis hast, hinter das du dich zumindest mal kurz stellen kannst. Diesen Baum hier vielleicht. Mal gucken, was er da macht. Oder bleibt er tatsächlich kurz dran hängen? Aber das Spiel hat den Baum gar nicht vorgesehen, wie man gemerkt hat. Er rennt dann einfach dagegen und sobald du dich nochmal bewegst, rennt er halt dann vorbei. Nein! Alter, ich drück doch F, Mann! Das ist mit Abstand der beschissenste Gegner bisher. Wenn du dich duckst an einer Kante... Ah, okay, vielleicht war das der Hinweis für den Kampf. Ist man schwerer zu entdecken. Aber als ob ich mich da jetzt an die Burgwand stelle... Also als ob der mich da nicht sieht. Also hier quasi, oder was? Ja, wahrscheinlich. Und dann sieht er mich nicht, oder was? Wahrscheinlich, oder? Das wird safe nicht funktionieren. Nope. Das ist halt legit ein Gegner, gegen den du nur weglaufen kannst.
und halt abwarten musst, bis du deine Fähigkeit mal ein, halt dein Ding mal einsetzen kannst, deinen Hook. Ich übertreib halt, Bro. Ich weiß, dass du stärker bist, als ich, Mann. Nein! Jetzt ging's wieder nicht. So ein ewiges im Kreis rennen, Alter. Bis er mich dann doch irgendwann mal erwischt. So ein Scheiß einfach. Mann. Jetzt habe ich echt nochmal F gedrückt. Es ist wieder nichts passiert, obwohl der Kreis grün war und nicht durchgestrichen. Boah, Alter, ich glaube, da brauche ich legit ein fucking Tutorial für den Typen. Schon wieder? Warum ist da ein zweiter Kreis? Ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein zweiter Kreis ist, im Sinne von wirklich, da passiert dann auch noch was, wenn du es schaffen würdest, nochmal F zu drücken. Oder ob das einfach ein Anzeigefehler ist vom ersten Kreis noch. Das probiere ich halt rauszufinden, aber ich bin so schlecht, dass ich es nicht schaffe. Ah, ich probiere es noch einmal und dann... Ey, mir reicht's, ey. So frustrierend. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals ein so frustrierendes Spiel gespielt habe. TBH. Wirklich nicht. Ja, komm halt her, du Fettsack. Leute, es hat ihm echt Schaden gemacht, okay. Ähnlich wie beim Ogre. Early Bird catches the worm. Oh, fuck. Bro, Alter, gefühlt ist er jetzt noch stärker und wütender geworden. Mann! Ich drück doch F, ich drück's doch. Schon wieder. Das ist, glaube ich, das erste Mal seit 10 Versuchen, dass ich überhaupt Schaden gemacht habe. Das spielt halt keine Rolle. Lol. Ja, na gut, das war retarded. Ich bin einfach in seine Richtung ausgewichen. Ja, ich würde sagen, ich call's hier mal ein Day und schau legit mal, wie man das am besten löst. Und vor allem, ob es den Doppelhook gibt. Weil sonst ist es auch sinnlos, es zu probieren. Weil jedes Mal, wenn ich hucke, greife ich ihn maximal einmal an, weil ich dann immer das zweite Ding sehe. Dann probiere ich F zu drücken, aber es funktioniert nie. Deswegen will ich jetzt mal rausfinden, ob man da wirklich zweimal F drücken kann. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass man es kann. Und ich einfach nur zu inkompetent dafür bin. Und dass halt auch das zweite Mal F drücken quasi die Lösung ist. Weil dann wahrscheinlich machst du so viel Schaden oder wirfst du ihm sogar vom Pferd oder so. Und dann ist das Pferd weg und dann, ja... Vielleicht hast du dann eben ganz normales Duell gegen den, wo er wahrscheinlich immer noch extrem stark ist und dich jedes Mal zerstört, aber könnte ich mir vorstellen, weil das mit dem Pferd ist ja so ein Bullshit, ey. Also ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, rein, danke fürs Einschalten. Like, Kommentar, Abo nicht vergessen und ciao, ciao.